Die USA würden aus Mexiko wahrscheinlich Kleinholz machen, aber was, wenn die Mexikaner in jeder Provinz maximale Befestigungsanlagen installieren würden? Wird bestimmt interessant, schauen wir mal, ob die USA auch dieses Mal gewinnen. Ja, zuerst mal pusht Mexiko ein bisschen in den US-Gebiet, das kann auch damit zusammenhängen, dass ein Großteil der US-Truppen gar nicht zu Hause sind. Verluste aktuell deutlich höher bei Mexiko, die USA mit knapp dreimal so viel Manpower. Aber bis jetzt gibt es auch noch keine richtigen Großoffensiven von US-Seite. Zumindest helfen die Forts mal gegen die US-Angriffe, die greifen einfach gar nicht an. Hier sind sogar ein paar US-Soldaten eingekesselt, die könnte man entfernen. Ich meine, die haben auch einen 10er Fort, aber irgendwann geht da halt doch mal das Essen aus. Naval Invasions tun weh, da kommt man natürlich dann ohne Gegenwehr durch die Ländereien, da helfen auch all diese fetten Forts nichts. Das ist sehr ärgerlich für Mexiko jetzt. Irgendwie etwas trauriger, als ich mir das vorgestellt hatte. Das Gute ist für Mexiko, die Truppen können natürlich ewig standhalten. Das Schlechte ist, man hat bald nichts mehr zum Standhalten. Ich sehe gerade, die Forts sind tatsächlich die Schwäche Mexikos. Dadurch, dass sie hier nicht zurückgedrängt werden, sind keine Truppen frei, um irgendwie die Hauptstadt zu verteidigen. Weil die ganzen Truppen irgendwo feststecken und nicht besiegt werden, so wirklich. Na gut, 1,5 Jahre haben die Mexikaner überlebt und dann war der Traum trotzdem vorbei.